Wir reisen nach Tobago im abenteuerlichen Familienspiel von Zoch. Der variable Spielplan wird aus 6 Teilen zusammengesteckt. 32 Variationen sind auf diese Weise möglich. Wir sehen die Insel Tobago mit ihren verschiedenen Landschaftszonen, umgeben vom Meer. Vor dem Spielbeginn verteilen wir zunächst die 4 Hütten auf beliebige Felder der Spielfläche, jeweils mit einem Abstand von mindestens 4 Feldern. Gleiches machen wir mit den 3 Palmen und den 3 Statuen. Diese dienen uns während des Spiels als zusätzliche Anhaltspunkte bei der Suche nach den 4 verborgenen Schätzen. Jeder Spieler zieht nun 4 Hinweiskarten vom Stapel auf die Hand. Eine Karte davon sucht sich jeder Spieler aus und legt sie an einen der Schätze an. Die Karte markiert er mit einer Windrose in seiner Spielerfarbe. Die anderen Spieler folgen entsprechend. Die Hinweiskarten führen uns zum Fundort eines Schatzes. 3 verschiedene Hinweisarten gibt es. Der erste Kartentyp lautet im Gebiet bzw. nicht im Gebiet. Hier im Strandgebiet oder nicht im Dschungel. Der zweite Kartentyp lautet neben bzw. nicht neben einem Gebiet oder einem Ort. Hier neben einer Palme oder nicht neben einer Hütte. Der dritte Kartentyp lautet schließlich mit Blick auf ein bestimmtes Gebiet oder einen Ort, zum Beispiel mit Blick auf eine Statue. Das Gegenstück dazu lautet ohne Blick auf ein bestimmtes Gebiet oder einen Ort, hier ohne Blick auf eine Palme. Einen Blick hat man von den Orten, die 1 oder 2 Felder vom aufgedruckten Ort entfernt liegen, in gerader oder abknickender Linie. Das größte Gebiet einer Landschaft wird mit den roten Bögen gekennzeichnet. Nun stellt jeder Spieler noch einen Geländewagen auf ein Feld seiner Wahl und schon beginnt das Abenteuer. Gespielt wird reihum. Der Spieler, der am Zug ist, hat die Wahl zwischen 2 Aktionen. Er kann mit dem Geländewagen fahren. Dazu hat er pro Spielzug 3 Bewegungsschritte, sogenannte Teilstrecken. Die Fahrt innerhalb eines Landschaftsgebietes, hier innerhalb des Dschungels, kostet ihn 1 Teilstrecke. Die Überquerung einer Grenze zu einer anderen Landschaftsart kostet ebenfalls 1 Schritt. So bleibt dem Spieler nun noch die 3. Teilstrecke, um entweder erneut das Landschaftsgebiet zu wechseln oder aber innerhalb des Landschaftsgebietes auf ein beliebiges Feld zu fahren. Anstatt mit dem Geländewagen zu fahren, kann der Spieler auch die 2. Option wählen. Er spielt eine Hinweiskarte von seiner Hand an einen der 4 Schatzpfade aus. Die Karte markiert er dabei wieder mit einer Windrose seiner Farbe. Beim Ausspielen von Hinweisen müssen Legeregeln beachtet werden. Eine Karte darf nicht im Widerspruch zu einer bereits ausliegenden Karte des Pfades stehen. Hier heißt es, der Schatz liegt im größten Gebirge. Somit ist die Karte nicht im größten Gebirge unzulässig. Befindet sich der weiße Schatz im größten Strandgebiet, ist das Ausspielen der Karte in einem Strandgebiet nicht erlaubt, da diese Karte keine neuen Informationen enthält. Außerdem muss der durch die Hinweise bestimmte Ort theoretisch vorhanden sein. Hier soll der Schatz beispielsweise neben einer Hütte in einem Flussgebiet liegen. Auf dem Spielplan finden wir neben keiner Hütte ein Flussgebiet. Das Ausspielen dieser Karte ist somit unzulässig. Die Schatzpfade füllen sich nach und nach mit Hinweisen. Der schwarze Schatz soll demnach im größten Buschland liegen, nicht neben einer Palme und nicht neben einem Flussgebiet. Wir schauen auf den Spielplan. Hier sehen wir das größte zusammenhängende Buschland. Der 2. Hinweis lautete nicht neben einer Palme. Diese beiden Felder können wir also ausschließen. Der 3. Hinweis lautete nicht neben einem Flussgebiet. Dieses Feld liegt neben einem Fluss, kann also ausgeschlossen werden, genauso wie diese beiden Felder. In Frage kommen nur noch die 3 Felder, die wir mit den schwarzen Spielsteinen markieren. Der gelbe Spieler ergänzt den Hinweis nicht neben dem Meer. Wieder schauen wir auf den Spielplan.
Dieses Feld hat eine Grenze zum Meer. Auch dieses Feld liegt am Meer. Beide Felder können ausgeschlossen werden. Der Fundort des Schatzes steht fest. Die Spieler müssen nun versuchen, ihn möglichst schnell mit ihrem Geländewagen zu erreichen. Der Spieler, der den Schatz als erster erreicht, beendet seine Fahrt eventuell vorzeitig und legt nun noch eine eigene Windrose unter den Schatzpfad. Entsprechend der Anzahl eigener Windrosen bekommt jeder Spieler nun Goldkarten vom Stapel. Diese schaut er sich an und gibt sie dann verdeckt dem Verteiler. Der nimmt alle Karten der Spieler an sich und mischt eine weitere Karte vom Stapel hinzu. Nun deckt er die erste Karte auf. Er bietet sie den Spielern von unten nach oben an, das heißt, die Karte im Wert von 5 wird zunächst dem Spieler angeboten, der die letzte Windrose hinzugelegt hat, hier der grüne Spieler. Dieser kann die Karte annehmen oder ablehnen. Er möchte sie haben und entfernt dafür seinen Marker. Die zweite Karte im Wert von 6 wird wieder zunächst dem untersten Spieler, hier dem gelben Spieler, angeboten. Auch dieser möchte die Karte haben und entfernt dafür seine Windrose. Die nächste Karte hat einen Wert von 4. Sie wird dem blauen Spieler angeboten, der jedoch ablehnt. Nun kann der rote Spieler sie nehmen. Er entscheidet sich dafür, die Karte in seinen Vorrat zu legen und entfernt seine Windrose. Wurden alle Windrosen entlohnt, wird der Schatzpfad aufgelöst. Der schwarze Schatz kann nun neu gesucht werden. Wichtig: sollte beim Verteilen der Goldkarten eine der zwei untergemischten Fluchkarten aufgedeckt werden, werden die restlichen Goldkarten nicht mehr verteilt. Jeder Spieler, der noch eine Windrose offen auf dem Pfad ausliegen hat, muss zudem ein Amulett abgeben. Besitzt er keines, muss er stattdessen seine wertvollste Goldkarte entsorgen. Nachdem ein Schatz gehoben und die Goldkarten verteilt wurden, geht nun noch eine geheimnisvolle Kraft von den Statuen aus. Jede Statue blickt in eine bestimmte Richtung. Auf das letzte Feld der jeweiligen Richtung, vor dem Meer, wird ein Amulett angespült. Anschließend dreht sich jede Statue um 60 Grad. Zieht ein Spieler im weiteren Verlauf auf ein Feld mit einem Amulett, so endet die Teilstrecke seiner Fahrt dort. Das Amulett kann er an sich nehmen und zu einem beliebigen Zeitpunkt einsetzen. Auch ist es möglich, gleich mehrere Amulette in einem Spielzug zu verwenden. Mit der Abgabe eines Amuletts kann man einen Markierungsstein vom Spielplan entfernen und damit einen möglichen Fundort ausschließen, einen Zusatzhinweis ausspielen, eine Extrafahrt, also weitere 3 Teilstrecken mit seinem Geländewagen fahren, sich Schutz vor einem Fluch erkaufen oder einen Kartentausch veranlassen. Das heißt, alle eigenen Hinweiskarten von der Hand gegen 4 neue vom Stapel austauschen. Diese Aktion ist auch ohne Amulett möglich, allerdings damit verbunden, dass man in diesem Spielzug nur den Kartentausch und keine weitere Aktion durchführen kann. Der Schatzheber ist nach dem Verteilen des Schatzes weiter am Zug. Bevor sich das Spiel im Uhrzeigersinn fortsetzt, kann er zum Beispiel noch Amulette ausspielen. Es wird so lange weitergespielt, bis die Goldkarten beim Verteilen eines Schatzes nicht mehr ausreichen. Zwar werden die fehlenden Karten nun noch vom Ablagestapel ergänzt, der Aufnahmestapel ist jedoch komplett weggespielt. Nachdem der letzte Schatz verteilt wurde, zählt jeder Spieler die Punkte seiner Goldkarten. Wer das meiste Gold sammeln konnte, ist der Sieger. Den Testbericht zum Spiel und viele weitere Videos wie immer auf unserer Internetseite www.spielkult.de.